Ja, da wird getasert. Jawoll. Alle abknallen. Wenn ihr das mal machen würdet. Aber da wird erstmal unten. Was macht ihr denn? Da wird einmal Verbrecherschutz, hat sich keiner. Moment. Haha. Ja, dann kein Wunder, dass sich keiner den Taser holt. So, und jetzt aber bitte. Alle wegtasern. Okay, die haben wir, glaube ich, verwarnt. Die versuchen jetzt rauszukommen. Ne, ist noch zu, aber sie gehen zum Glück da unten raus. So, ich glaube, wir haben gerade die Anarchisten alle in den Griff bekommen. Ein paar Level up haben wir bekommen. So, Ruf ist immer noch bei 84, das ist wichtig. Für diese spannende Musik ohne ersichtlichen Grund. Jetzt würde ich sogar noch eins mehr hier ziehen wollen. Ja, ja, die Beschilderung. So, da hinten ist warm. Das könnten wir auch mal schauen. Ja, hier oben ist es warm, wie ich es erwartet hatte. Eigentlich. Upsa. Die Kamera fast weggerollt, rutscht. Es wird nicht so super viel bringen für den Anfang. Das hier eine Außenwand, das ist glaube ich keine Außenwand. Das heißt, wir können. Doch, ist es. Aber mehr können wir heute nicht mehr ausgeben. Und hier ist es, da brauchen wir irgendwann mal. Mein Gott, was mir gerade auffällt. So, ist zwar fast Feierabend, aber wir schauen jetzt mal, was wir hier kaufen können. Wir brauchen ein Mitarbeitersofa und eine Teestation. Handel. Oh Gott, wo soll denn das alles hin? Eine Buchhandlung, ein Bürgerstand und ein Kiosk. Vielleicht irgendwann hier unten so ein bisschen hin. Weil oben ist voll. Was können wir denn noch holen? Werkzeuge haben wir alles. Betriebsmittelgenerator 3. Klimaanlage 2 haben wir gerade mit der alten gebaut. Das ist ein bisschen schade. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist der Bahnsteig. Deswegen hole ich den mal. Aufzug werden wir auch irgendwann brauchen. Auch wenn ich jetzt noch keinen Plan habe, wo wir den hier anbringen sollten. Der würde dann vielleicht sogar hier hinpassen. Ja, müssen wir, aber ich glaube, der muss hinter die Drehkreuze. Müssen wir mal schauen. So, warum sind Leute unzufrieden? Schlechter Einkaufsbereich, ja. Das werden wir dann, glaube ich, hier unten in Angriff nehmen. Wie sieht es denn hier beim Müll aus? 13 von 60, da war noch Platz drin. Ja, bis auf den da drin, auf den Gestank ist es okay. So, dann werde ich hier mal nicht Beleuchtung, genau. Das ist das, was wir als nächstes angehen müssen. Würde fast alles ausleuchten. Und so, wie fällt das Licht?
Ja, am besten leuchten wir es so aus. Dann reicht das möglichst weit in beide Richtungen. Das war gerade meine Überlegung. Gab es schon eine bessere Mülltonne? Gibt es überhaupt eine bessere? Wo finden wir das hier? Mülltonne in der nächsten Zone. Das heißt, hier unten werden wir noch die Zweier brauchen. Obwohl, da bin ich jetzt gerade nicht so zufrieden. Dann mache ich lieber... Mache ich erst, wenn ich hier weiß, ob ich hier unten irgendwas handel. Wie viel kosten die denn? Kiosk und Buchladen. Die würden kosten. Und sind sie groß? Okay, das würde sogar hier noch hinhauen. Will die nicht beide nebeneinander machen. Also wir machen hier einen Kiosk hin und hier einen Buchladen. Wir brauchen dann unten auch auf jeden Fall einen Fahrkartenautomaten. Mehr will ich jetzt aktuell nicht machen. Ich will nämlich zum Beispiel Blumen will ich erst unten hin machen, wenn auch die Leute dort, meine Mitarbeiter dahin gehen. Aber ich will ja erst, dass unten überhaupt was los ist, wenn der Bahnsteig da ist. Und den möchte ich aktuell noch nicht kaufen, weil Geld. Kleinigkeit können wir hier machen. Also ich warte jetzt quasi schon auf den nächsten Tag, aber dann bekommt ihr hier nämlich jetzt noch zusätzlich ein Sofa rein und auch eine Teestation. Soll ja nicht sagen können, dass es euch ansonsten scheint das bisher hier ganz okay und dann müssen wir uns nur noch quasi hier rüber arbeiten. Da wäre dann sogar der dritte Eingang. Dann brauchen wir uns den hier nicht holen. Der ist dann so direkt auf dem richtigen Stockwerk für hier unten. Das ist ganz wegen der Beschilderung, das ist ja aktuell, die mache ich erst richtig, wenn der Bahnsteig ist. Deswegen ignoriere ich das gerade. Ruf ist weiter gestiegen, 91%. Wir hatten immer noch kein einziges Megafon. Und damit die mal aufhören, hier zu meckern. Und 9. Da könnten wir uns noch den Burgerstand kaufen. So, was machen die Mitarbeiter? Hier ruht sich einer aus. Schlechter Einkaufsbereich, ja, und das ist das, was wir als nächstes angehen werden. Und, was würde denn der Bahnsteig, wir können weiterlaufen lassen, aber langsam, der Bahnsteig kostet 510. Wir fangen jetzt damit an, das fertig zum Öffnen zu machen. Durch Blümchen hier. Und hier will ich einmal das vernünftig sehen können. Ja, mit dem vernünftig sehen ist jetzt so eine Sache. Eigentlich gerne... Hier, da muss ich kurz überlegen, wo diese Ecke ist, weil ich sie nicht sehen kann von hier aus wieder.
Dann unten brauchen wir auch noch ein paar Sachen. Gibt es sowas wie eine Karte 3? Will ich mal kurz schauen. In diesem Level noch nicht. Das heißt, wir machen hier eine Karte 2 hin. Machen wir es wie oben und die Anzeigetafel direkt daneben. Jetzt kommt ein Stromproblem eventuell. Noch nicht, aber wird kommen, wenn wir hier Bahnsteig haben. Betriebsmittel, Generator 3. Doppelt so groß, aber viermal so stark wie Generator 1. Ja, nimmt auch doppelt so viel Platz, viermal so viel Platz weg wie ein 1er. Aber würde ich mir holen. Und dann packen wir nämlich so ein Oschi hier unten rein. Jo. Am besten hier an die Wand, aber der wird trotzdem bis da drüben strahlen, gehe ich von aus. Und das führt uns jetzt wieder an denselben Punkt. Obwohl, nee. Ich glaube, die Mitarbeiter können schon runter. Bisher reichen die Bereiche für alle. Ja. Gut. Ich glaube, dann gehen wir es jetzt mal hier unten an. Ich halte kurz an. So. Bahnsteig. Kommt hier hin. Ausstieg nur da drüben. So, jetzt müssen wir es hier einstellen. Also, hier ist der Eingang zu Bahnsteig 2. Hier ist der Ausgang. Beide sind richtig. So, hier kommen Leute runter, wenn sie zu Bahnsteig 2 wollen. Also runter, runter, Bahnsteig 2. Und hier geht es hoch zu Bahnsteig 1. Weil Ausgang ist ja für euch dahin. Müsste so eigentlich stimmen. Muss ich nur noch sagen, dass hier auch auf ist. Dann sollte der Flow-Rechner auch sagen, dass das stimmt. Scheint zu stimmen, ja. So, da kommen gleich noch ein paar hübsche Bänke hin. Aber nicht sofort. Wir brauchen dann auch einen zweiten Signalautomatisierer. Und die kommen ja dann um 0, weil den anderen hatten wir auf 30 eingestellt. So wollte ich das. Soll ich als nächstes aber hier die zweite Seite dieses Gleises ausbauen. Wir hatten noch nicht. Wir haben hier einen Kiosk und einen Buchhandel. Wir können also noch einen Burgerstand dann irgendwann hinmachen, wenn ich ihn mehr leisten kann. Was jetzt noch nicht der Fall ist. Können wir auch eventuell dann hier gegenüber machen, damit sich die Wärme ein bisschen verteilt. Aber ja, jetzt Bänke hier drüben ist aktuell sogar ein bisschen wichtiger. Noch nicht übertreiben, bitte. Mir, die finden es ein wenig voll. Ja, ist die Frage, das Ding hier macht so ein Nadelöhr. Das ist eventuell da nicht perfekt. Aber wir hatten da auch nicht so viel. Doch Boden können wir ja hier rüberziehen, ne? Wenn wir hier kein Gleis haben, natürlich. Das machen wir dann morgen. Machen wir hier, holen wir das hier rüber.
damit da vorne mehr Platz ist. Jo. Das sieht nach, klingt nach einem Plan. Ah ja, da vorne fehlt eine Karte, genau. Danke, dass du gesagt hast, dass du nicht weißt, wo du hin musst. So, jetzt weißt du, wo du hin musst. Drei Mitarbeiter bekommen es aktuell auch hin. Milz ist ein Level aufgestiegen. Du bekommst ein wenig mehr Ausdauer. So, hohe Preise, schlechter Einkaufsbereich. Da haben wir schon verbessert. Müde, Müll überfüllt. Überfüllt wollten wir ja auch dann morgen angehen. Wird gerade noch Blumen gegossen. Jetzt geht er zur Flagge. So, was machen wir jetzt, bevor es hier zu voll wird? Schön aus dem Spiel rausgetappt. Mal was Neues. Würde ich mir notieren, da war für euch wahrscheinlich kurz schwarzer Bildschirm. So, was ich nämlich eigentlich machen wollte. Ach so, das kann man. Nee, Gut, soviel zu dem Plan. Dann wird es eher sein, wenn hier drüben der Bahnsteig ist, dann hier noch was anderes zum Kaufen. Also müssen wir das kurzzeitig so lassen. Das heißt, ich würde sogar aktuell dann Boden hier so machen. So, das ist das nächste, was wir angehen, damit sie sich da verteilen können. Damit sie nicht sagen, das ist hier zu voll. Obwohl, zu voll war ja eigentlich hier unten, aber dann haben wir hier den Bereich fertig. Mir mehr Geld mit Geld. Sieht's mit dem Strom aus? Ein bisschen ist noch da. Gut. Das ist die Frage, ne? So Karte und Anzeigetafel würde ich, glaube ich, auf beiden Seiten gerne machen wollen. Da hat der Strom kurz geblinkelt hier oben, aber noch ist es okay. Straßenmusiker könnten wir bald mal machen. Aber wir brauchen jetzt auch hier nochmal den Fußgängerüberweg. Sobald du rausgefahren bist, sagen wir, dass Eingang auf beiden Seiten ist. So. Es ist mehr los. Das ist ja schön. Wir haben ja jede Menge Geld. Ich glaube, wir haben irgendein Zusatzziel erfüllt. Das heißt, wir können das hier gerade auch mal mit Bänken zukleistern. Jetzt müssen wir schauen, da wären ja auch überall so Zeug rum, aber ein paar Bänke halt.
hier auch noch Bänke hin. Nicht immer sagen, wir können uns nicht hinsetzen, wir sind so müde. Ja, passt so, denke ich. Ich habe ein Nagetierproblem. Wo laufen die rum? Wo sind die Ratten? Das ist eine Greifzange, der ist mit dem Megafon. Der hat sich wohl mal um Ratten gekümmert, aber jetzt nicht mehr. Und ich sehe auch keine rumlaufen. Ne, das scheint zu passen. Darauf wird es hier hinauslaufen. Und dann machen wir hier drüben noch den weiteren Einkaufsbereich hin. Oder eventuell den kompletten. Also Burgerladen und das Ding hier, die Buchhandlung. Die Buchhandlung will ich also jetzt... noch nicht. Aber... Hab immer so, ja, eigentlich der Buchhandlung, da müssen wir erst hier die Brücke machen, aber da muss hier drüben schön sein. Das heißt, ich muss hier Licht machen, dann eventuell Strom, also, dass man denkt, ja, das könnte wieder dann doch teurer werden, als man im ersten Moment denkt. So, wir schauen mal unseren Mitarbeitern ein bisschen zu. Könnten natürlich, ne, weil hier gerade nichts zu tun ist, Blume, weil das waren die Zweierblumen. Blume. Nein, nicht Gleis verkürzen, oh mein Gott. Nein. Da ist wieder irgendwas unter dem Knopf an der ungünstigsten Stelle. So, ihr macht nichts mehr. Machen wir jetzt mal als erstes, dass wir hier drüben Licht hinbekommen. Und zwar so und dann so. Dann brauchen wir hier drüben Mülltonnen. Machen wir hier drüben noch eine rein, weil da wird gleich noch was hinkommen, auch wenn da kein Gleis ist. Hatte ich ja schon angedeutet, was es werden wird. So, dann machen wir hier auch Pflanzen hin. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen Übergang.